Der Familienbetrieb Scheffold, südlich von Ulm, ist ein gutes Beispiel für eine unternehmerisch denkende Bauernfamilie. Sie haben sich den Herausforderungen der Zeit gestellt und einen gemischten Rinder- und Bioenergiebetrieb auf die grüne Wiese ausgesiedelt. Zuletzt wurde ein Bullenmaststall mit Stroheinstreu für 260 Bullen gebaut. Die Stromatik-Einstreutechnik mit erweiterter Vorlagerung ist dafür die Schlüsseltechnik, den Stall arbeitswirtschaftlich effektiv zu betreiben. Der optimal aufbereitete Mist ist perfekt für die Biogasanlage. In der großen Vorlagerung können bis zu 9 Quader oder 7 Rundballen vorgelagert werden. Damit ist eine Vorlagerung bis zu 3 Tagen möglich. Die gesamte Anlage ist gemäß der Brandschutzbestimmungen ausgeführt. Die Auflösewalzen lockern das Stroh und befördern es in die Strohmühle. Eine Entstaubungsanlage reduziert den Staub um ca. 80%. Das entstaubte und gehäckselte Stroh wird über eine Seilscheibenförderanlage im Stall auf den Liegeflächen des Tretmiststalls verteilt. Dadurch wird die Einstreuarbeit automatisiert. Der 86 Meter lange Stall ist mit einem Förderkreis ausgestattet und verfügt über jeweils 3 Abwurföffnungen pro Bucht. Der Strohbedarf beträgt täglich 3 Ballen, je ca. 320 Kilogramm. Das gehäckselte Stroh ist sehr saugfähig, die Tiere fühlen sich sichtlich wohl. So haben auch die Bullen die Stromatik zum Fressen gerne.